Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Persona 3 Reload. Makoto-san, ich würde gerne die heutige Pflege des Gartens auf dem Dach vorschlagen. Die Pflanzen erwarten sicher unsere weitere Aufmerksamkeit. Wenn wir uns gemeinsam um die Pflanzen auf dem Dach kümmern, verbessert sich die Ernte. Ich habe weitere Daten zur Heimgärten analysiert. Begeben wir uns aufs Dach? Yes. Verstanden. Ich werde mich mit maximaler Effizienz auf den Weg zum Dach machen. There appears to be less damage from pests than the data in my prediction suggests. We haven't taken any specific measures against them. What is the cause of this? Oh, this is... Look, I've sighted a ladybug larva. It's very small and adorable. Agreed. We wouldn't want to interrupt it while it's eating. Ladybugs are the natural predators of pests that damage plants. That would explain why there weren't any harmful insects around. Thank you very much, little ladybug. Even in just these tiny planters, there is so much life. There's no one to teach them. They're just doing the best they can. My apologies. I got distracted. Let's keep working. Ich habe mich mit Aegis um die Pflanzen gekümmert. Excuse me. Please apply the repellent on that end. Pests deserve no mercy. Dank unserer Pflege werden die Pflanzen gut wachsen. Status reads all green. No problems to report. That concludes our mission for today. We should head back now. This is Elizabeth. I am calling to inform you that more humans have wandered into Tartarus. Two this time, I believe. Please swiftly and safely conduct a search and rescue. Goodbye now. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Es sind immer noch Sommerferien. Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Zum Mädchen am Schrein gehen. Oh yeah! Hi. Ja, Klettergerüst. Du bist gekommen. Ich habe auf dich gewartet. Spielen wir. Ich habe mit Maiko gespielt. Hey, hey, what do you want to do next? It's your turn, okay? You get to pick. Oh, yay! I love climbing on top of stuff. Ich weiß aus Erfahrungen, dass Wippe nicht unbedingt gut war. Es wird bald dunkel. I don't wanna go home. I don't like it there. Wir haben zusammen gespielt, sie scheint mich zu mögen. Ich habe Maiko Kamiki, die Grundschülerin, kennengelernt. Du hast seltsame Freunde, Makoto. Ein altes Paar, ein Mönch, eine Grundschülerin jetzt auch noch. Und ein Typ, der seine Lehrerin geil findet. Das ist persönlich das Schlimmste von allen. Und Nozomi haben wir immer noch nicht angenommen. Den Gourmet King. Wie schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt alle mache. Also ich glaube, ich kann mal alle annehmen. Aber alle fertig machen werde ich, glaube ich, nicht schaffen. You know, my mom and dad, all they ever do is fight. And just the other day, they said they were getting a divorce. I told them not to, but they won't listen. They probably don't care about me. Hey, you'll play with me again later, right? We're friends now. I'm here on Mondays, Wednesdays, and Saturdays. You have to come see me, okay?
Am Donnerstag haben wir Vollmond. Sicher wird irgendein Schatten auftauchen. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Bereite dich daher bitte gut vor. Wir werden nochmal eine Tat ausgehen, Luca. Yes. Dan, es sind wieder Leute verschwunden. Kannst du mir sagen, wo? Ja, ich will wissen, wo die Leute sind. Da ist eine menschliche Präsenz im Tartarus zwischen den Ebenen 78 und 81. Am besten suchst du den Turm danach ab und ortest sie so schnell wie möglich. 78, 81, okay. Ah, guck mal hier, perfekt. Haben wir da schon mal einen Teleporter in der Nähe. Da ist jemand in der Nähe. Er muss eine der vermissten Personen sein, die sich hierher verirrt haben. Ich empfange ein Signal von Ebene 79. Commencing exploration. I think about how I should fight in my head, but it's a lot harder to pull off in practice. Die Gegner auf dieser Ebene wirken seltsam aufgebracht. Sie scheinen Angst vor uns zu haben. Vielleicht müsste sie nicht bekämpfen, wenn ich wollte. Wir sind zu stark für die. Wenn die Stufe von Makoto deutlich höher ist als die der Gegner auf der Ebene, beginnen die Gegner zu fliehen. Da schenkt ihr den Luxus, ungehindert Schatztruhen einzusammeln und den Tartarus effizienter zu erkunden. Shadow detected nearby. Ist auch wie im Original. Ich glaube, in Persona 4 war das auch so. In Persona 5 nicht, soweit ich weiß. Aber das sind die Gegner generell ein bisschen anders. Mad Respect, as they say. Mad Respect. Aiges, hör auf, die Inspiration an Junpei zu nehmen. Aber ich laufe falsch. Hier war garantiert jemand. Seht bitte überall nach. Leave the front lines to me. I will take down our enemies with a volley fire. Sorry, but it won't be that easy. I'll be taking my fair share of the action. Life signs detected. Shall we commence rescue? Das muss einer der Vermissten sein. Diese Person braucht Hilfe. Kehr bitte so schnell wie möglich zum Eingang zurück. Verstanden, ich warte am Eingang. Wir kommen zurück, du könntest also eine vermisste Person retten. Sie kann erstmal mal hier bleiben. Wir bringen sie nach Hause, wenn... keine Ahnung was. Ja, wir sind eh gleich, wir sind eh schon wieder fertig. Also das war jetzt... das war's, also... Welcome to the Velvet Room. Which will you choose? What kind of persona do you desire? This persona, yes? This would be a wise choice. This power might be too much for you. It is a special persona you desire, is it not? Please choose the personas you would like to fuse. This persona is powerful. This persona, yes? Very well. Nee, ich bin momentan zufrieden.
Keine Schule und kein Training. Da müssen wir doch was unternehmen. Lass uns zusammen abhängen. Nimm mal eine Portion, wenn du noch Hunger hast. Mach dir keinen Kopf, ich bin nicht krank oder so. Oh. Hey Yuki-kun, du hast etwas Soße am Mund. Gern geschehen. Kannst du sie abwischen? Das ist etwas peinlich. Yuki amüsiert sich. Ich habe heute etwas Neues über sie erfahren. Was hast du über sie erfahren? Dass sie keine Soße im Gesicht mag? Oh ja, wir sind doch schon in der Einkaufsstraße. Vielleicht sehe ich auf dem Heimweg noch kurz im Antiquariat vorbei. Was, ist überrascht dich? Nun ja, ich bin nicht wirklich ein Bücherwurm. Yuki macht sich auf den Weg zum Antiquariat und ich ging zum Bauernheim zurück. Komm eigentlich auch mal vorbeizuschauen. Wir haben da ja ein bisschen Stuff. Was geht? Übermorgen haben wir Vollmond, wie? Ich bin schon ganz heiß drauf. Tret mir in den Hintern. Oh yeah, da fällt mir ein, dass die Pflanzen auf dem Dach reif für die Ernte sein sollten. Ich sollte vielleicht mal nachsehen. Einiges wollen wir nachsehen. Leader. Es gibt etwas, das du über meine Persona wissen solltest. Meine Persona scheint besonders viel Ausdauer zu haben. Standardangriffe können wir nichts anhaben. Ich bin sozusagen ein harter Knochen. Aha. Ja, du willst auch wieder nur. Nee. Will ich nicht. Wieso kann ich nicht mit Leuten? Was könntest du das ernten? Wieso kann ich das jetzt nicht? Ach doch, das war, das hat jetzt gezählt, okay. In dieser Zeit, da die Sommersonne leuchtet und bunte Feste gefeiert werden, ist eine menschliche Präsenz im Tartarus zu finden. Doch sie wird bereits schwächer. Ich dachte, wir hätten alle gerettet. Wie jetzt? Hä? Du hast mir nur von einer erzählt. Bist du dumm? Da steht nicht mal dran, dass da jemand im Arsch ist. Bist du bescheuert? Warte, ist da ehrlich noch einer verloren? Als ob. Tatsächlich. Tatsächlich. Boah, wann machen wir Tanaka? Wie schon gesagt, der ist nicht schwer. Der ist noch echt sehr teuer zu machen, ne? Bist du aber hübsch. Könnte ich dich für eine Werbeauktion interessieren oder du gehst noch zur Schule? Aber vielleicht könnte ich ihn ausbilden. Mal schauen, was seine Aufmerksamkeit erweckt. Junge Mann, hast du Träume, die in Erfüllung gehen sollen? Ich habe eine einmalige Gelegenheit für dich. Das hier bleibt unter uns, erzähl es nicht weiter. Ich kann dich reich machen, garantiert. Du brauchst nur 20.000 Yen und deine Investition verzehnfacht. Nein, 150. Und das Beste ist, du musst nichts dafür tun. Du wirst buchstäblich im Schlaf unverschämt reich. Gib mir einfach die 20.000 Yen, ich erledige den Rest. Und was sagst du? Ich glaube dem Mann 20.000 Yen. Das genügt, ich melde mich, wenn du reich bist. Ja, der braucht es halt ein bisschen. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn dann direkt mache. Ich meine, man kann ihn auf jeden Fall machen nachts, weil an sich der ist wirklich schnell zu machen. Das ist eigentlich nur 10 Mal mit ihm reden, danach war es das. Ja. Das ist Antiquariat. Du hast keine Juwelen dabei, dann solltest du unbedingt danach suchen. Ja, bla bla bla. You're sure about this, right? Here you go. Thanks for waiting. I never felt like
Was haben wir denn bisher für... Ich gehe gleich wieder rein, aber warte mal, was haben wir bisher denn für Stats? Kann man auf jeden Fall machen. Kann man auf jeden Fall machen, ja. What will it be? Are you sure? Here you go. Thanks for waiting. Are you sure? Here you go. Thanks for waiting. We have some new items prepared. Come take a look. Are you sure? Here you go. Thanks for waiting. You're sure about this, right? Here you go. Thanks for waiting. So, what will it be? So, what will it be? Is that all you need? Hope to see you soon. Oh, wo lohnt sich das? Präzision sinkt halt sehr hart. Nee. Aber das machen wir auf jeden Fall. Und das. Ja, das ist okay. Scheinbar gibt es noch eine Person, die wir retten müssen. Was sehr weird ist, eigentlich habe ich alle gerettet. Good day. I can sense a 83, 89, okay. Very well. Ja, scheinbar gab es noch jemanden. Beim ersten Mal habe ich mich gar nicht gejuckt um diese Leute, aber ich glaube, jetzt werde ich mal wirklich auch alle retten. Alles lohnt sich. Da ist jemand in der Nähe, muss einer der Vermissten. Und die sind auch sehr in der Nähe. 84, das ist ja gar nichts eigentlich. Was hab, wie viele Dinge habe ich jetzt eigentlich noch? Ein Zwillingsfragment. Ja, das klappt leider nicht, ne? Sagt ihr, und die haben, das sagt ihr zwar, aber die haben alle Angst vor uns. Ja, nee, den werden wir nicht töten. Der macht uns doch nichts. Oh, der hat Bock auf uns. Oh, oh, der hat Bock. Weißt du, das ist gerade echt beschissen. Das ist nämlich seine Schwäche. Alright then, moving on.
Ich habe es mit einer weiteren Suche probiert, aber ich kann noch immer niemanden drin entdecken. Es scheint, als hätten wir jeden gerettet, der versehentlich im Tathaus gelandet ist. Oh yeah, das haben wir. Wir sind Superhelden. Oh, hallo. Ja. Morgen können wir übrigens wieder das Mädchen machen. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall tun. Denk nicht mal dran. Wer auch immer du bist. Oh. Nö. Ja, was soll ich tun? Sorry. Braucht mir ja nicht gleich zu spammen. Wie sieht es mit euren Zeugchen links aus? Guck mal, der ist schon fast fertig. Ja, okay, bei dem brauchen wir leider noch ein bisschen. Ja, wir müssen erstmal wieder Schule haben, ne? Das alte Park kann ich auch nicht mal fertig machen. Haben wir ja schon fast. Chihiro dauert halt noch ein bisschen. Der Mönch dauert auch noch. Ja, ich versuche jetzt erstmal die hier alle fertig zu kriegen. Dann können wir vielleicht noch gucken, dass ich vielleicht noch Bebe annehme. Nozomi gucke ich halt. Also, wie heißt der andere? Hayase, gerade dieser Rivale, werde ich auch noch annehmen. Und eben den Akinari. Leute, also die Persona 3 Fans werden schon direkt wissen, wen ich meine. Das sind auf jeden Fall die, wo ich dann auch noch annehmen werde. Der ist sogar schon da, Hayase. Dann mach jetzt erstmal Maiko. Das hatte frei, stimmt's? Ich habe gerade Nachhilfe, aber ich gehe nicht hin. Cool. Ich habe mit Maiko gespielt. My tummy's grumbling. Can we go to Wild Duck? Yay! You're the best. I wonder what the daily burger is today. I love going out to eat. Because when I go with my mom and dad, everybody gets along. We used to have so much fun together. Why would they get a divorce? They don't love each other? I don't want them to get a divorce. Mom and dad must hate me. No, divorce is stupid. I hate it. Sie schluchzt laut. Was soll ich tun? Maiko versucht zu lächeln. Ich würde, dass wir uns näher kommen. I have to go home now. Thank you for playing with me today. Ich brachte Maiko nach Hause und ging ganz zum Wohnheim zurück. Ja, morgen ist Vollmond. Bist du bereit, Yuki-kun? Ja. Gut, ich auch. Abgesehen von unseren physischen Bereitschaften müssen wir auch körperlich topfit sein. Morgen werden wir im Wohnheim auf Abruf bereitstehen. Erledigt heute Abend, was noch zu erledigen ist. Na schön, dann geben wir wie immer unser Bestes. Okay, gut, Leute, würde ich sagen, wir machen im nächsten Format bei Persona 3 Reload. Und bis dann und ciao.